Es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein reicher Mann, der stand früh morgens vor seinem Tor. Er rief mit lauter Stimme: Taglöhner, komm herbei! Taglöhner, nimm deine Hacke, geh dort hinten zu den Bäumen, zu dem kleinen Acker und grabe ihn um. Aber beeil dich, die Sonne geht bereits auf. Der Taglöhner ging zurück in seine kleine Hütte, holte die Hacke und machte sich auf den Weg dort hinten bei den Bäumen zu dem kleinen Acker. Er arbeitete und arbeitete den ganzen Tag. Es war heiß. Die Erde war hart und trocken und es hatte viele Steine. Doch plötzlich erschrak er. Er hatte ein Loch aufgehackt. Aus diesem Loch glitzerte und glänzte es im Sonnenlicht, und der Taglöhner wunderte sich. Er beugte sich nach vorne und dachte: Ein Schatz, ein echter, richtiger Schatz. Was soll ich tun? Soll ich es dem reichen Mann sagen? Nein. Ich grab ihn wieder zu. Und er grub den Schatz wieder in das Loch. Und dann machte er sich auf den Heimweg. Zu Hause packte er alles zusammen, was er besaß. Schwer bepackt machte er sich auf den Weg in die Stadt.
der Stadt verkaufte er all seine Habseligkeiten. Und dann kam er zurück und ging zum Haus des reichen Mannes. Der reiche Mann stand vor seinem Tor. Als er den Taglöhner sah, sagte er: Was machst du hier? Solltest du nicht dort hinten auf dem Felde arbeiten? Der Taglöhner sagte: Herr, ich wollte dich bitten, mir diesen Acker zu verkaufen. Der Acker, der hinten bei den Bäumen ist, dort, wo ich heute den ganzen Tag gearbeitet habe. Der reiche Mann sagte: Diesen Acker willst du kaufen? Ha! Was gibst du mir dafür? Der arme Taglöhner sprach: Hier, ich habe einen Sack voller Geld. Herr, bitte, gebt mir den Acker. Der reiche Mann war sehr verwundert. Er blickte in den Sack und sah das Geld. Ha, 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 dachte er, das ist ein gutes Geschäft für diesen kleinen, schlechten Acker mit dem harten Boden und der schlechten Erde und den vielen Steinen. Aber laut sagte er: Also gut, nimm den Acker, ich will ihn nicht mehr. Ich nehme das Geld. Und er drehte sich um und ging zurück in sein Haus. Der Taglöhner aber freute sich. Er holte seine Hacke und ging zurück zum Acker. Fand die geheime Stelle sofort. Er hatte sie sich gut gemerkt und er begann zu graben und zu hacken, bis der wunderbare Schatz hervorkam.